Lichteffekte und Sonnenscheineffekte sind eine der häufigsten Aufgaben in Photoshop, egal ob in Bildbearbeitung oder in Composings. Und deshalb zeige ich dir in diesem Video eine neuartige Methode, wie du Lichteffekte erzeugen kannst, die wirklich realistisch aussehen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Explore Creativity und in diesem Video geht es mal wieder um eine Photoshop-Technik. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe gerade erst noch ein neues Video rausgehauen, wo es auch um das Thema Lichtschein und Lichteffekte ging, und zwar wie du am Himmel eine Sonne simulieren kannst. Und dieses Video ist so ein bisschen eine Erweiterung dieser Technik, eine etwas andere Art. Sie ist ein bisschen komplizierter als die Technik, die ich in diesem anderen Video beschrieben habe, aber dafür sind die Ergebnisse auch nochmal einen Tacken realistischer und nochmal einen Tacken besser zu kontrollieren. Was wir heute machen ist, wir werden diesen Lichteffekt, den ich hier schon einmal vorbereitet habe, nachbauen. Und du siehst, es geht nicht nur darum, dass der Himmel eingefärbt ist. Die Lichtrichtung entspricht halt auch der Richtung, wo wir den Lichtschein dann auf dem Gebäude sehen können. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Ich blende mir also diese Gruppe einmal aus und wir werden das Ganze jetzt einfach komplett neu bauen. Was wir zuerst brauchen, ist eine neue Ebene. Auf der erstellen wir, genauso wie auch schon in dem anderen Video, mit einem großen Pinsel erstmal nur einen weißen Fleck. Wir haben hier Vordergrundfarbe weiß und du machst den Fleck jetzt dorthin, wo du eben den Lichtschein haben willst. Ich möchte den hier so über den gesamten Himmel haben, das heißt, ich ziehe den erstmal so einmal hier so rüber. Was wir dann machen ist, wir stellen diese Ebene um und zwar diesmal nicht auf lineares Licht, wie wir es in der anderen Methode gemacht haben, sondern auf farbig abwedeln. Jetzt ändert sich erstmal noch gar nichts. Als nächstes kommt dann eine Korrektur Farbtonsättigung und die darf sich jetzt nur auf diese Ebene beziehen. Das heißt, du hältst die Alt-Taste gedrückt und gehst dann mit der Maus zwischen diese beiden Ebenen und dann bekommst du dieses kleine Symbol und kannst dann einmal klicken und jetzt ist diese Korrektur auf die Ebene gelinkt und alle Änderungen, die du jetzt in dieser Korrektur machst, betreffen nur diese Ebene. Und jetzt ist der ganz, ganz wichtige Punkt. In dieser Korrektur klickst du hier unten auf Färben. Jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, über den Helligkeitsregler diese Farbe bzw. diesen Lichtschein zu verstellen. Und zwar auf eine recht interessante Art und Weise. Der Effekt ist ganz ähnlich zu dem, was auch schon mit der linearen Lichtmethode funktioniert, denn in den Schattenbereichen wird das Licht zuerst wieder freigegeben. Achte mal hier unten auf die Gebäudekante. Da siehst du also, die treten zuerst wieder hervor. Du siehst aber auch, die treten mit einer krassen Farbe hervor. Und die Farbe siehst du nämlich hier oben im Farbton festgelegt. Wir haben ja hier Färben eingestellt, also wird eben der Farbton auch übernommen. Und zuerst einmal überlegen wir uns jetzt, wie krass dieser Effekt sein soll. Ich möchte den schon deutlich haben, also ungefähr irgendwie so hier auf minus 80. Und jetzt kann ich über den Farbton halt noch die Farbe verändern. Und zwar wirklich über das komplette Farbenspektrum. Wir gehen jetzt mal hier so in den Rotbereich rein, vielleicht so ein bisschen mehr ins Gelbliche, so hier 13, 15 ungefähr. Und so sieht das schon ganz nett aus. Du kannst jetzt hier wieder zurück auf die Ebene gehen und über Command-T bzw. STRG-T in dieses Transformieren-Menü kommen. Und hier kann ich mir diesen Lichtschein jetzt einfach mal so ein bisschen weiter, so ein bisschen größer, dafür unten so ein bisschen weniger. Und jetzt geht er hier auch über die komplette Breite. Ich bestätige das einfach mit Enter und wir machen das Ganze jetzt nochmal, also nochmal eine neue Ebene und jetzt wieder einen weißen Fleck, allerdings diesmal etwas kleiner und etwas zielgerichteter. Ich möchte nämlich, dass hier mein Highlight ist, dass da quasi die höchste Helligkeit ist. Also gehe ich hier nochmal so her, mache da so einen kleinen Streifen her, wieder umstellen auf farbig abwedeln, wieder die Farbtonsättigungskorrektur, wieder mit gedrückter Alt-Taste auf die Ebene linken und dann wieder auf Färben drücken und die Helligkeit runterziehen und das sieht schon sehr nett aus. Hier stelle ich jetzt die Farbe wieder rum, so ein bisschen mehr ins Gelbliche, ungefähr so. Dann können wir auch gucken, ob die Helligkeit vielleicht noch ein bisschen höher geht. Ja, es geht noch ein bisschen höher, das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt haben wir eben diese Farbe, diese Helligkeitsstruktur, diese Farbkontraste da komplett reingebracht. Ich markiere mir das jetzt mal alles und packe mir das in eine eigene Gruppe. Wenn wir das jetzt mal ein- und ausblenden, dann seht ihr, was für ein geiler Lichteffekt das geworden ist. Was ich euch jetzt noch empfehlen würde, denn jetzt ist es natürlich auch so, dass hier auf der Vorderseite des Gebäudes dieser Lichteffekt auch zu sehen ist. Wenn wir aber simulieren wollen, dass das Licht von hier hinten kommt, dann kann der Effekt natürlich hier nicht zu sehen sein. Das heißt, wir machen jetzt einfach eine Maske auf diese Gruppe drauf, nehmen wieder meinen Pinsel, braucht diesmal schwarz als Vordergrundfarbe und mal einfach mal mit schwarz hier vorne vor dem Gebäude vorher, sodass hier der Effekt ausgenommen wird, genauso hier oben. Ich mache das jetzt erstmal einmal komplett um das Gebäude drumherum. Gehe jetzt mal ein Stückchen näher ran. Mache mir den Pinsel mal wieder etwas kleiner. Ändere die Farbe wieder auf weiß und kann jetzt hier an der Kante nochmal entlang malen. Und so diesen Lichteffekt natürlich genau an den Kanten, an denen er auch zu sehen wäre, wieder reinmalen.
Und das ist natürlich die Mördertechnik, weil damit bekommt ihr halt wirklich sehr realistische Ergebnisse und ihr könnt halt so Lichtkanten, ja, also so Reflexionskanten und Lichtkanten damit perfekt einfärben und perfekt simulieren. Das ist wirklich, wirklich nett gemacht, weil ihr da nicht mehr darauf achten müsst, wie sähe das Licht jetzt an dieser Kante aus. Das macht diese Technik im Endeffekt automatisch. Ihr müsst nur noch entscheiden, wo fällt das Licht denn tatsächlich hin und wo nicht. Und da, wo es nicht hinfällt, macht ihr euch einfach die Maske drauf und maskiert das Ganze aus. Aber davon abgesehen ist das eine wirklich nette Technik. Jetzt sehe ich gerade, da habe ich ein bisschen was versaut, was verpasst. Korrigieren wir einfach mal eben wieder. Und jetzt ist tatsächlich auch überall wieder flächendeckend. Ja, also geile Technik, wirklich schöne Ergänzung zu der anderen Lichttechnik. Und gerade in Kombination mit den beiden kann man halt wirklich schöne Lichteffekte machen. Und das ist auch wirklich eine geile Technik, um Lichteffekte zum Beispiel in Composings zu erzeugen, um Lichteffekte im Himmel nochmal separat zu erzeugen, um Sonnenscheineffekte zu erzeugen. Und vor allem eben diese Lichteffekte auch auf andere Objekte zu übertragen. Also nicht nur einen hellen Punkt an den Himmel zu klatschen, sondern eben auch zu überlegen, wo fällt denn jetzt das Licht von dieser neuen Lichtquelle hin? Wie sieht das dort aus? Wo entfaltet es sich und wie sähe es auf dieser Kante dann aus? Und das macht dieser Filter sehr gut automatisch. Und wie gesagt, ihr müsst dann nur noch entscheiden, wo fiel das Licht denn jetzt tatsächlich hin und wo nicht. Also ich hoffe, diese Technik gefällt dir. Ich hoffe, du probierst sie vielleicht auch mal aus in deinen Bearbeitungen, in deinen Composings. Ist sicherlich eine spannende Technik, mit der man schöne Lichteffekte erzeugen kann. Und ich glaube, damit kann man viel Spaß haben. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ihm doch bitte einen Daumen nach oben da. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Ich blende jetzt hier an dieser Stelle noch zwei weitere Videos ein. Schau sie dir mal an. Da sind noch andere spannende Photoshop-Techniken für dich dabei, damit du in Photoshop weiterkommst. Also, wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.